So, Hallöchen. Wie der Titel schon sagt, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk von meinem lieben Schatzi. Warum vorzeitig? Weil ich das, was da drin ist, vorzeitig brauche. Ich brauche ich noch vor Weihnachten. Je nachdem, wann der Stream kommt. Ich hoffe noch, ich schaffe ihn noch vor Weihnachten, ansonsten ist er nach Weihnachten. Aber das, was da drin ist, brauche ich halt dazu. Jetzt seht ihr schon einen Haufen Gedöns. Einmal was in der Tüte. Und jetzt seht ihr sicherlich auch, was ich meine. Das ist nämlich nochmal ein Mikrofon. Ein Mikrofon mit Verhüterli. Dazu ein Kabel. XLR auf Klinke, die Mikrofonspinne. Da, wo das nachher drin hängt. Eine Anleitung, Studiomikrofon. Ich habe schon ausgepackt gehabt. Dabei war noch dieses lustige kleine Teilchen, das ist eine USB-Soundkarte, da steht drauf 7.1 Channel Sound. Frage ich mich, wie der da rauskommen soll mit zwei Anschlüssen. Dann den Klemmfuß für den Tisch und wofür ich es hauptsächlich brauche, ist der hier. Weil ich habe meinen nicht mehr gefunden. Ich habe noch einen ähnlichen von der Lampe. Da hätte ich mir was 3D gedruckt für. Allerdings, ja, habe ich nicht mehr gefunden. Habe ich das Ding gekauft. Das Geld zum Kaufen habe ich dann von meinem Schatzi gekriegt. Deswegen vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ne, also ich habe mal geguckt, was die Dinger kosten. Also, ich hätte nur den Schwenkarm bekommen können mit Mikrofonspinnen und so weiter für 5 € weniger und für 5 € mehr noch Mikrofon dabei. Ja, also wegen den Arm habe ich es gekauft. Der soll hier nachher noch am Tisch, weil den brauche ich, damit ich das Mikrofon hier fest dran habe, weil ich habe hier sonst nichts. Ich habe hier nur irgendwo, wo habe ich das Ding denn? Keine Ahnung. Irgendwas selbstgedrucktes gehabt für mein Mikrofon. Ich habe ja das hier, ich nutze ja das, das habe ich ja schon mal vorgestellt, das funktioniert wirklich gut. Ja, dann halt den. Ich wollte eigentlich einen Wortwitz draus machen, aber ich lasse das mal. Den Pop- oder Plop-Schutz, wie auch immer man das Ding nennen mag. Den habe ich noch nicht ausgepackt. Einfach nur so eine Stoffmembran ist das, das ist sogar zweiseitig. Ich unterbreche das Video. Ich habe die Videos auch auf nicht gelistet gesetzt. Hat einen Hintergrund, weil ich möchte euch was erzählen, was wichtig ist. Dieses Mikrofon, das habe ich, wer es jetzt gesehen hat, es waren ungefähr 40 Leute, die das Video geschaut haben, habe ich ja vorgestellt, gezeigt und ausprobiert, hier am Ende dran, was über den Klinkenanschluss am PC an der Soundkarte extrem rauscht und wirklich sehr leise ist. Da hat der Hersteller in Anführungsstrichen Murks gebaut. Ich weiß nicht, warum er das so verkauft. Höchstwahrscheinlich, weil er so mehr Sachen verkaufen kann. Als Hintergrund, das, was eingebaut ist, ist wirklich Studiotechnik, beziehungsweise das Mikrofon ist für Studiotechnik gedacht. Und zwar für mit 48 Volt Phantomspannung oder Phantomspeisung oder Tonaderspeisung, wie es jetzt alle irgendwie heißt. Und Surprise, Surprise, ihr hört mich auch gerade über dieses Mikrofon. Ich habe dieses Mikrofon über ein Mischpult, das hatte ich ja im vorigen Video gezeigt, mit den 48 Volt Phantomspannung und einem selbstgebastelten Kabel dazu habe ich das angeschlossen und das Mikrofon geht hier ab wie Schmitz' Katze. Also ich bin wirklich baff gewesen, dass das so funktioniert. Wenn ihr dieses Set kaufen wollt, ich verlinke das nochmal unten mit dem Video rein. Denkt dran, kauft euch noch ein XLR-Kabel dazu und vielleicht noch eine, gibt es auch extra so ja, so ein Konverter ist das. Ich versuche das rauszusuchen, ich verlinke das alles mit unten rein. Das ist so ein kleiner Konverter mit 48 Volt und dann für den PC. Dann funktioniert dieses Mikrofon hervorragend. Wirklich hervorragend. So wie es geliefert wird, ist es kaum zu gebrauchen mit diesem Klinke auf XLR-Anschluss.
Das ist wirklich Murks, was er dann gemacht hat. Wahrscheinlich aus Verkaufsgründen, weil es dann mehr verkauft wird. Weil so mit dieser Studiotechnik, mit diesen 48 Volt Phantomspeisungen und das kaufen weniger Leute. Aber dann hätte man das mit beischreiben können, dass es auch diese Option gibt. Ich wusste es nicht. Ich habe erst durch Googlen rausgefunden, dass diese Platine eine Schaltung beinhaltet, die genau dafür ausgelegt ist, an ja, Studiotechnik zu funktionieren. Es ist kein direktes Kondensator, das ist ein höchstwahrscheinlich Elektretmikrofon. Und hier ist ein JFET drauf, der das alles umwandelt. Die 48 Volt, die über diese zwei Punkte kommen, die kommen gar nicht bis zur Kapsel hin. So wie ich das sehen kann, nein, kommen sie da nicht an. Glaube ich nicht. Aber das ist hier eine, in dem Sinne eine Vorverstärkerstufe, die für 48 Volt ausgelegt ist. Wenn man jetzt Anpassungen machen würde mit den Widerständen und so weiter, dann könnte das eventuell auch am PC funktionieren über die Soundkarte. Aber den ganzen Aufwand, den will niemand betreiben. Gut. Das wollte ich noch mal sagen. XLR-Kabel haben wir ja gesehen, glaube ich im Video. Kann ich noch mal zeigen. Ja, das ist mein anderes Mikrofon. Da. Das sind jetzt die XLR-Kabel. Das ist XLR-Kabel, das ist auch eins. Also ich habe zwei Stück, aber alle beide auf Klinke. Das eine, was mit auf Klinke geht, für das goldene Mikrofon, da ist noch eine 5 Volt Spannungsversorgung drin über einen USB-Stecker für das goldene Mikrofon, weil das funktioniert damit auch wirklich hervorragend. Allerdings brauche ich eine Spannungsversorgung extra. Dann kann ich auch gleich das Mischpult nehmen, so wie ich es vorhatte für die Streams. Und wenn das so direkt hinhaut, ist es wunderbar. So, dann hatte ich ja am Ende noch irgendwie Soundtest gemacht. Ja, bla bla bla. Brauchen wir alles nicht. Ich gucke gleich mal, ob ich das Video finde über das Mikrofon, worüber ihr mich gerade hört, was ich da genau gemacht habe. Das will ich euch nochmal erzählen. So, das wäre das Video. Da seht ihr schon, im Mischpult stecken drei Stecker, weil ich jetzt noch kein XLR-Kabel dazu habe. So, hier komme ich jetzt noch dazu, was ich gemacht habe. Ich habe das XLR, den XLR-Stecker, wenn das jetzt mal scharf stellt, geöffnet. Die Kabel da drin abgelötet, die da drin waren zu dem Klinkenstecker und habe da anderes Kabel angelötet, so dass ich das erst einmal auf das Mischpult gesteckt kriege. Und wie man hört, es funktioniert echt wunderbar. Das ist echt wunderbar. Die ganze Modifikation, die ich gemacht habe auf dem Mischpult. Ich versuche das gleich mal zu zeigen, was ich da gemacht habe. Kann ich zur Hälfte wieder rückgängig machen. Das ist eigentlich nicht nötig, dass ich das habe. So, bei dem Mischpult habe ich eine Modifikation gemacht an dem einen Port, zum Beispiel hier MIC-Line 1, das müsste sogar der sein. Und zwar habe ich ja mit dem Poti und dem Kabel da 5 Volt draufgelegt. Oder 3,5 Volt oder was das waren. Das ist hier hinten diese Stelle. Ich versuche das mal noch ein Stück größer zu machen. Müsst ihr mir verzeihen. Hier hinten, wo der X12-Anschluss ist, linke Seite. C5, C6. Davor habe ich 5 Volt reingespeist, dass die Spannung zum Mikrofon kommt, aber geblockt wird zur restlichen Verstärkerschaltung. Die 10K hier habe ich rausgelötet und gegen 1, und ein bisschen Ohm getauscht. Diese Modifikation kann ich wieder rausnehmen. Zumindest ein Teil. Und zwar die 5 Volt kann ich wieder abnehmen. Die 10K hier könnte ich wieder anlöten, aber die sind dennoch zu viel. Auch die 1,3 sind zu viel. Ich habe was ausprobiert, was ich ja noch machen wollte. Das Signal ist eigentlich ein Line-In, das ist ziemlich hochgesetzt vom Pegel. Das Kondensatormikrofon an sich macht einen schon hohen Pegel. Ich müsste mal gucken, ob das hinhaut, wenn ich hier direkt eine Brücke reinmache oder 0 Ohm in dem Sinne.
denn der Pegel passt, weil ich habe noch eine Sache, die ich da anschließen möchte, die nicht ganz so hoch im Pegel ist, aber ich gerne noch mit auf das Mischpult mit reinmischen möchte. Darum werde ich hier noch mal gucken, ob ich da die da gebrückt kriege. Das hatte ich vergessen noch zu sagen mit dem Mischpult, wo die Modifikation ist. Gut, das war das, was ich gemacht habe. Und deswegen habe ich die Videos jetzt in ein Video reingepackt und nicht in drei verschiedenen Videos. Müsst ihr mir verzeihen. Bei dem Mischpult, wie Dennis mir schon schrieb, mit dem Gehen hochgehen und mit dem Leinen und dem anderen Kram wieder runtergehen, verringert ja das Rauschen. Da hat er ja auch recht. Ich habe das ausprobiert. Ich habe das jetzt so, wie ich es meine, ist es am besten. Ich habe den Master Drittel aufgedreht, den Gain auf fast Maximum und dann habe ich kein Rauschen, nichts hier auf der Leitung. Und das ist wunderbar. Gut, und sofern wir uns nicht wiedersehen, wünsche ich euch noch ein schönes Weihnachtsfest, einen schönen Rutsch ins neue Jahr und bleibt alle gesund. Auf Wiedersehen.